Seit Tagen haben wir hier sommerliches Wetter. Unglaublich warm, für das es April ist. Hier wurde ein bisschen Forstarbeit betrieben und jetzt fallen für mich da auch wieder ein paar Stangen ab und die Zweige könnte ich auch fürs Dach verwenden. Hier liegen auch noch etliche Stangen rum. Die sind zwar jetzt nicht so gerade, aber kann ich trotzdem gut verwenden. So, jetzt zeige ich euch einfach hier auch mal wieder, was ich so dabei habe. Jetzt habe ich mir ausnahmsweise mal so ein kleines Fläschchen da mitgenommen, einen Fruchtsaft. Natürlich habe ich mein Wasser eh dabei. Dann hier einfach mal so ein bisschen Brotzeit. Ja, so zwei, drei Brötchen, ein bisschen was Süßes da und auch eine Wurst halt. Einfach damit man was dabei hat. Dann meine Gartenschaufel, die habe ich in der Tüte drin, damit halt der Dreck da nicht die Tasche voll macht. Dann Handschuhe, hier habe ich mein externes Mikro, habe ich übrigens letztes Mal, ging es ja nicht mehr, ne? Irgendwie, irgendwas war da nicht kaputt, keine Ahnung, oder auch nicht kaputt, auf jeden Fall ging es nicht mehr. Und jetzt habe ich es einfach zu Hause nochmal probiert, ja, kein Problem, ging also gut. Dann habe ich hier mal das Seil jetzt in letzter Zeit mit dabei, falls ich mal von oben halt ein paar Stämme runterschleppen möchte. Naja, und ansonsten halt so kleingruscht. Ah, hier habe ich noch ein Zwiebelchen, kann ich noch einpflanzen. Ein bisschen Kaffee und sowas halt und natürlich meine andere Kamera noch, die kleine. Naja, und dann natürlich das Taschenmesser halt. Ich finde so ein Täschle da echt geschickt. Schnell eingepackt, schnell ausgepackt, schnell umgehängt. Ich mache es meistens ehrlich gesagt gar nicht zu. Dann schauen wir noch mal ins Gärtchen rein. Da hat sich, glaube ich, noch nichts getan. Okay, das muss ich mal noch mal richtig vernünftig alles machen. Bei dem guten Wetter, dass da nichts geht. Aber feucht ist es auch entsprechend. Aber hier habe ich ja die feine Erde letztes Mal drauf. Naja, gut, okay, das war jetzt nur ganz wenige Tage. Oder ist da schon was? Ja, da kommt was ganz Kleines. Was auch immer das jetzt sein mag. Ah, das wird schon. Hier werde ich einfach weiter auffüllen. Laub, Äste und sowas. Wenn ich mal da habe, vielleicht eine Eischale oder Bananenschale etc., werde ich da alles reinwerfen dann. So, jetzt sitze ich hier im Camp, nachdem ich das Spiel gerade eben weitergemacht hatte. Hab kurz was gegessen. War lecker. Einfach so eine Wurstsemmel und was dazu getrunken. Jetzt bin ich schon wieder gestärkt. Ja, was habe ich jetzt so vor? Ich möchte auf jeden Fall nach hinten gehen, wegen dem Lehm. Einfach nochmal da genau gucken. Da werde ich mal ja, sozusagen eine Probe entnehmen oder mehrere und dann hier mal ein bisschen rumprobieren. Feuer werde ich jetzt keins machen, weil ich habe gehört, das ist gerade Waldbrandgefahr. Ja, also ich meine, ich habe es zwar hier schon alles gut unter Kontrolle, aber trotzdem muss er jetzt nicht zwingend sein. Außerdem hätte ich da eh noch ein paar andere Sachen vor eben. Ich kann das ja auch mal versuchen, Luft zu trocknen. Da vorne am Bach habe ich ja letztes Mal von der Erde, also rechts davon, hier mal entnommen. Da gucken wir auch gleich nochmal, was draus geworden ist. Wahrscheinlich wird es mehr oder weniger nur Sand sein, denke ich mal. Hier an der Feuerstelle habe ich ja auch mal ein Stück probiert. Ja, das hält eigentlich sehr gut. Natürlich, wenn ich jetzt mit der Hand da fester drüber fahre, ja, bröselt das natürlich zwar ab, aber das macht mir im Normalfall nicht und das bleibt hier konstant. So wie es ist. Na gut, mal schauen, wenn es jetzt mal richtig einige Tage irgendwann mal wieder durchregnet, wie es dann ausschaut natürlich. Ist klar, darauf kommt es ja immer drauf an. Andererseits ist halt die Frage, wenn ich dann mal eben länger Feuer mache, dann ist die Frage, ob das nicht tatsächlich so gut durchtrocknet, vielleicht, wenn man Glück hat, dass der Regen dann auch nicht mehr so viel ausmachen wird. Ja gut, was gibt es sonst zu erzählen? Einiges eigentlich, aber ich will euch auch nicht jetzt mit so Privatsachen mehr oder weniger da langweilen, sage ich mal. Wobei, ja, es kommt ja immer wieder, ich soll längere Videos machen. Aber was soll ich denn da immer so viel machen, wenn ich da 40 Minuten Video mache oder so? Das ist natürlich wahnsinnig viel Filmerei und ja, es soll ja irgendwo natürlich interessant sein. Und da kann ich ja manchmal gar nicht so viel bauen, dass ich da ein 40 Minuten Video voll kriege. Ja, wenn man halt natürlich quatscht, dann geht das natürlich schon eher. Ja gut, also zwei Sachen momentan eigentlich, die mich gerade ziemlich beschäftigen. Das einmal, ich war ja über Wochen hinweg, kann man sagen, immer wieder da von der Erkältung, ja, ziemlich krank, sage ich mal. Und da war halt eine oder ein paar Tage lang war das eben richtig krass. Ne? Also wirklich so mit Übelkeit übergeben, mehrfach und was weiß ich. Sodass dann mehr oder weniger der Joachim mich dazu überredet hat,
ins Krankenhaus zu gehen. Und da haben die mich halt durchgecheckt mit Ultraschall und was weiß ich. Und auf jeden Fall haben die tatsächlich dann halt irgendwas gefunden, was die jetzt so in der Form nicht kennen. Daraufhin gab es dann halt Magenspiegelung und CT und das ganze volle Programm eben entsprechend. Naja, und jetzt bin ich gerade dabei, mir eine zweite Meinung einzuholen in einem anderen Krankenhaus. Eben da habe ich jetzt in den nächsten Tagen nochmal einen Termin. Und dann muss man schauen. Also die jetzt empfehlen auf jeden Fall, das soll raus. Naja, und ich denke, ihr wisst, dass man sowas natürlich nicht gerne macht. Ins Krankenhaus gehen, vor allem natürlich, wenn die Ärzte schon mal sagen, die kennen das in der Form gar nicht. Aber jetzt mal abwarten, was der nächste Termin so bringen mag. Andererseits ist es so, gar nichts zu machen wäre natürlich auch Unsinn, weil das geht auch überhaupt nicht, weil man das natürlich ständig irgendwo im Kopf hat. Und ich muss sagen, gerade die letzten Wochen, das hat mich ja psychisch schon ziemlich runtergezogen. Hab da mit mehreren Leuten eigentlich auch drüber gesprochen und ja, es geht eigentlich jedem so. Und da muss man einfach halt auch mal sagen, da muss man einfach mal durch sozusagen. Wird schwierig, aber gut, wenn ich Glück habe, sind es ja nur 3-4 Tage. Also wenn mal ein Video ein bisschen Aussetzer kommt von meinen Videos, dann könnte das natürlich daran liegen. Das nächste Thema, ich habe mich jetzt nochmal, was ich zwar jetzt nicht so oft mache, aber nochmal beschäftigt mit meinem YouTube-Kanal eben. Habe da mal das Ganze ein bisschen versucht zu analysieren, weil es mich schon immer interessiert hat, wie funktioniert denn YouTube eigentlich überhaupt so. Ja, was mir halt aufgefallen ist, insbesondere bei den längeren Videos, da ist die Zuschauerbindung doch nicht so hoch, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also da ist halt die Frage, längere Videos werden gewünscht. Klar, manche gucken es dann richtig voll durch auch, aber überwiegend eben weniger. Und klar, ich meine, ich verstehe das ja auch irgendwo, weil gerade oft guckt man so Videos vielleicht in der Mittagspause, was ich auch sehr gerne tue, eben von anderen. Und da hat man nicht unbedingt, jetzt sage ich mal, 40 Minuten Zeit. Natürlich, man kann es unterbrechen, wie gesagt, und dann am nächsten Tag oder am Abend nochmal weiter gucken. Ich weiß aber jetzt schon wieder nicht, wie das dann in YouTube zählt von der Zuschauerbindung her. Da kenne ich mich jetzt so gut auch nicht aus, habe gehört, sobald es auf Pause geklickt wird, ist die Zuschauerbindung in dem Fall dann schon wieder eben schlecht. Aber so genau weiß ich das eben auch nicht. Naja, es beschäftigt mich natürlich schon. So ein bisschen muss man ja auch, wenn man so einen Kanal betreibt, auch mal ein bisschen gucken von der Statistik her. Ansonsten werde ich jetzt gleich entweder den Spaten nehmen oder eigentlich reicht ja auch die Schaufel, denke ich mal, fürs Erste und werde jetzt einfach mal nach hinten schauen zu dem Lehm. Wäre schön, wenn ihr mich da begleitet. Ja, und nach dem Camp, da werde ich mir zu Hause eine Pizza machen. Ich habe mir nämlich extra so eine italienische Peperoni-Salami noch extra dazu gekauft, die ich dann drauflege noch. Okay, 100 Gramm, 4 Euro, ups. Aber boah, die schmeckt hammermäßig und da freue ich mich auch schon so richtig drauf. Ich habe jetzt eigentlich schon Hunger. Gut, ich habe ja noch was hier, aber die Pizza, die macht mir so richtig Appetit. Allein der Gedanke schon. Dann gehen wir mal zur Lehmgrube, würde ich sagen. Mir hier die Gartenschaufel eingepackt und auch die Handschuhe. Und jetzt nehme ich noch das Töpfle da vorne mit, wo immer das Wasser drin ist. Dann würde ich sagen, würde ich das Wasser gleich verwenden, um das Hochbeet zu gießen. Da werde ich das Wasser jetzt aber nicht einfach hier drauf knallen, sondern ein bisschen vorsichtig gießen. Ansonsten müssen die Pflanzen dann hier sozusagen selbst überleben. Naja, da kommt ja schon immer Regen auch hin. So, das andere gießen wir einfach hier rein. Geh mal. Hier oben findet ja das Spiel statt. Das ist das Spielbrett sozusagen. Ist halt einfach auch herrlichstes Wetter. Kein Wind, Sonne, warm. Hier ist ja die Stelle, wo ich letztes Mal im Video schon gezeigt hatte. Da will ich auch mal ein bisschen rumprobieren. Aber jetzt möchte ich zuerst mal ganz nach hinten gehen. Ist das nicht schön? Das ist direkt am Bach hier. Da sind auch richtig große Steinplatten. Und hier gibt es eine Höhle. Oder es wurde von Menschenhand gebaut, ganz bewusst, damit das hier in den Bach abläuft. Denn hier hatte sich das Wasser ja immer gestaut gehabt. Oh.
Naja, ist schon ein recht weiter Weg nach hinten hin, wenn man das alles vorschleppen muss dann. Ich sehe gerade, Wasser steht da jetzt anscheinend kaum noch was. Da vorne allerdings schon. Das ist halt die Frage, ob das nicht tatsächlich wieder nur Schlammzeug ist. Ist das jetzt einfach nur hier trocken, weil das eine andere Farbe hat? Das ist halt die Frage, wie tief ich da graben müsste. Jetzt die Erde, die ich letztes Mal von rechts da geholt hatte. Naja, ich meine, ist stabil. Es ist stabil. Wow. Das steht mir ja eigentlich schon reichen. Das ist halt die Frage, wenn das jetzt regnet stark, das Ganze aufweicht, was dann passiert. Ich kann ja auch zum Beispiel mal einen Teil ins Wasser legen. Mal gucken, ob es sich dann komplett auflöst oder wie auch immer. Aber guck mal. Super. Das ist ja nicht schlecht. Da hätte ich ja schon so Steine, die ich verbauen könnte. Also viel besser, als ich dachte. Jetzt lasse ich es nochmal von unten her trocknen. Wow, bin begeistert. Und jetzt ist halt die Frage, wenn ich das jetzt mal so richtig, vielleicht ein paar Stunden ins Feuer lege, so richtig Hitze gebe, also nicht nur ins Feuer, sondern wirklich auch Feuer drauf tue und so einen kleinen, ja schon fast Hochofen mehr oder weniger, wie es dann ausschaut. Klasse, bin echt begeistert gerade. Vor allem müsste ich bei dem hier nicht so weit laufen. Ne? Guck mal. Klar kann ich es jetzt hier abröckeln, das ist ja auch normal. Wie gesagt, die Frage ist natürlich, wenn es jetzt der Feuer gehärtet wird, ob das vielleicht dann noch stabiler wird. Und das Gras, das ist natürlich enorm wichtig von der Stabilität her. Es ist halt auch faszinierend, da einfach ein bisschen dazu zu lernen. Zum Beispiel habe ich jetzt mal hier probiert, eine längere Wurst zu formen. Das ist ja noch auch ein Indiz, umso länger man sowas machen kann, ohne dass es abbröckelt oder abbricht, umso mehr Tonanteil hat es drin. So ist das, was ich jetzt momentan halt weiß. Naja, das ist jetzt ein bisschen... Müsste das doch, muss man gleich probieren, eine lange zu machen. Also es bröckelt schon, da ist anscheinend halt der Sandanteil doch recht hoch noch. Aber, dass ich überhaupt hier schon so weit komme, ist glaube ich schon was, oder? Naja, jetzt bröckelt es wieder. Probieren wir das halt auch mal aus. Mal sehen, wie weit wir da kommen. Dann könnte ich natürlich so Steine verbauen, wenn das klappt. Ha! Super. Weiß nicht, wer kennt sich von euch da gut aus? Und so sieht die Mauer aus, die ich letztes Mal da gebaut habe. Klar, das braucht natürlich ewig lang, bis das mal hier durchtrocknet, weil da kommt ja keine Sonne hin oder kaum. Das reicht mir ja schon von der Stabilität her. Da schlägt ja keiner mit dem Fuß hin oder so. Den Rest könnte ich jetzt hier auch mal probieren.